Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten, bereit, den Kampf um Berlin fortzusetzen. Da vorne rechts. Sie sehen, es bleibt mir nichts erspart. Keine Enttäuschung, kein Treuebruch. Keine Ehrlosigkeit und kein Verrat. Hinterher bereut man, dass man so gut war. General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Mein Führer, ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Angriff steigert mein Befehl! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Wir können den Gruppenführer Fegler nirgendwo finden. Мы знакомы. Мы несколько раз виделись в Кремле до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Господин генерал, какие известия? Товарищ со мной. Давайте же! Anders kann man das nicht machen. Должны сложить оружие. Вот тогда и поговорим. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Und ich brauche eh keiner mehr. Мое правительство не пойдет. Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer dürfen wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sehen Sie sich sofort um, in einer Stunde geht ein Flugzeug. Feststeht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Das ist alles. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ich melde, der Führer ist tot. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Monke. Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Poststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Sie sind doch Arzt. Hören Sie den Beschuss nicht? Hören Sie, requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten, Morphium, Penicillin, Verbandszeug. Alles, was Sie unterwegs finden können, hierher zu mir. Ich brauche Ihre Hilfe. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Danke, beeilen Sie sich. Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Schafft nur mein Zehnfaches. Mein Führer, Fluch und der Berlin wird eingeschlossen. Fluch und der Berlin wird eingeschlossen.
Kann und darf nicht sein. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Dass diese Kulturlosen im besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Es bleiben im Raum Gimla, Göring, Speer und Burgdorf. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen.